Cobra-Effekt beschreibt eine Situation, in der gut gemeinte Maßnahmen das Gegenteil bewirken. Aber wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Namen? Indien, 19. Jahrhundert. Die britische Kolonialregierung steht vor einem Problem. Zu viele giftige Kobras in der Stadt. Um das Problem zu lösen, bot die Regierung eine Belohnung für jede gefangene Kobra. Anfangs wurden die Kobras gefangen. Da sich dies als gute Einnahmequelle herausstellte, die freilebenden Kobras tatsächlich aber immer weniger wurden, begannen einige, die Schlangen zu züchten, um die Belohnung zu erhalten. Als die Regierung das bemerkte, stoppte sie die Belohnungen. Aber was geschah dann? Die Züchter ließen die Kobras frei, als die Belohnungen ausblieben. Am Ende gab es mehr Schlangen als vorher. So entstand der Begriff Cobra-Effekt. Ein Beispiel für Maßnahmen, die das Gegenteil dessen bewirken, was beabsichtigt war.